Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn Kiara und Kovu sich nicht ineinander verliebt hätten? Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Außerdem habe ich am 24. Dezember ein kleines Gewinnspiel veranstaltet, welches ich jetzt nochmal offiziell auflösen möchte. Gewonnen hat der Zuschauer PichuFan123. Ich habe ihn bereits angeschrieben und ich werde ihm das Paket in den nächsten paar Tagen zuschicken. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die mitgemacht haben und an XP-Pen, die mir das Grafiktablet zur Verfügung gestellt haben. So, jetzt aber genug herumgelabert und starten wir los mit dem heutigen Video. Kiara und Kovu sind ein Liebespaar, dessen Geschichte angelehnt ist an die Geschichte von Romeo und Julia. Die beiden lernen sich als Kinder kennen, dürfen jedoch keine Freunde werden, da ihre Eltern verfeindet sind. Kovus Mutter Sira bildet ihn dann jahrelang aus, damit er Simba töten und Scars Erbe als König antreten kann. Es gelingt Kovu sogar, Simbas Rudel beizutreten. Allerdings trifft er dort wieder auf Kiara und der komplette Plan von Sira ist hier zum Scheitern verurteilt. Denn Kovu und Kiara verlieben sich ineinander und im Endeffekt entscheidet sich Kovu schließlich gegen Siras Plan. Aber was wäre passiert, wenn sich die beiden nicht ineinander verliebt hätten? Für diese Theorie steigen wir an diesem Punkt ein. Simba wachte gerade von seinem Albtraum auf, den er hatte, in dem Kovu ihn und seinen Vater getötet hat. Anschließend machte er sich auf zum Wasserloch, um dort ein Schlückchen zu trinken. Kovu verfolgte ihn und wollte diese Gelegenheit nutzen, um ihn endgültig zu töten. Allerdings wurde er daran von Kiara gehindert, die mit ihm verabredet war, um Jagen zu üben. Also machten sich die beiden auf den Weg, um Jagen zu üben. Allerdings war Kovu in unserer Theorie ziemlich gemein, was dafür gesorgt hat, dass Kiara ihn eigentlich nicht mehr so gern mochte. Das sorgte vor allem dafür, dass die beiden eigentlich nicht wirklich mehr viel miteinander zu tun hatten. Und das kam Kovu hier genau recht. Denn jetzt hatte er mehr Zeit, um Simba zu beschatten und auf den richtigen Moment zu warten, um ihn zu töten. Und da Happy Ends irgendwann langweilig werden, gehen wir einfach davon aus, dass es Kovu gelingt, Simba zu töten. Das würde im geweihten Land erstmal Bestürzung und Panik auslösen. Denn niemand hatte wirklich damit gerechnet, dass Kovu Simba töten würde. Und so würde Kiara zur Königin werden. Allerdings würde es dann trotzdem noch ein kleines Problem geben. Und zwar würde sich Sira mit ihrem Rudel nun aufmachen, um das geweihte Land zu erobern. Und ab hier schauen wir uns wieder zwei verschiedene Möglichkeiten an, wie das Ganze weitergehen könnte. In unserer ersten Theorie würde es zu einem großen Krieg zwischen dem Schattenland und dem geweihten Land kommen. Und ich persönlich gehe stark davon aus, dass Siras Rudel hier gewinnen würde. Denn wie wir es auch im Film gesehen haben, war Siras Rudel etwas stärker als das von Simba. Und hier kommt vor allem dazu, dass Kovu auch auf der Seite von Sira mitkämpft. Und das würde meiner Meinung nach darauf hinauslaufen, dass das geweihte Land verliert. Das heißt, es würde ihnen gelingen, Kiara, Nala und den Rest ihres Rudels zu töten und Kovu könnte nun endlich in die Fußstapfen von Scar treten. Allerdings kommt jetzt noch ein Faktor, mit dem Sira nicht gerechnet hat. Kion und die Garde der Löwen. Denn die würden ja früher oder später wieder zurückkehren ins geweihte Land und mitbekommen, dass Kiara, Simba und Nala und der Rest ihres Rudels nicht mehr da sind. Es würde hier auch zu einem Kampf zwischen Siras Rudel und der Garde der Löwen kommen. Und hier kommt es vor allem darauf an, wer angreift. Denn Sira und ihr Rudel sind nicht so schwach, wie sie in die Garde der Löwen dargestellt werden. Das bedeutet, sollten sie die Garde der Löwen in einen Hinterhalt locken können, würden sie definitiv gewinnen. Und damit hätte Sira alles erreicht, was sie erreichen wollte. Wenn Kion allerdings weiß, dass Sira das geweihte Land an sich gerissen hat, dann hätte Sira ziemlich schlechte Karten. Und das liegt vor allem daran, dass Kion hier weiß, wer der Feind ist und wo er ist. Denn so könnte die Garde der Löwen gezielt zum Königsfelsen gehen, Siras Rudel angreifen und Kion könnte das Gebrüll verwenden, um Siras Rudel auszuschalten. Somit hätte er den Königsfelsen wieder zurückerobert. Allerdings würde es hier für Kion einen Gefühlskonflikt geben. Er hatte sich nämlich am Baum des Lebens in Rani verliebt. Aber wenn er jetzt zu Rani geht, müsste er das geweihte Land komplett aufgeben. Denn da Kiara, Simba, Nala und das komplette Rudel tot sind, gibt es keinen rechtmäßigen Nachfolger mehr, außer ihn. Ihr könnt mir hier gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Würde er am Königsfelsen bleiben oder würde er seiner Liebe folgen und zurück zum Baum des Lebens gehen? Kommen wir jetzt zur zweiten Möglichkeit und keine Sorge, die geht definitiv etwas besser aus. Es würde Kovu zwar auch hier gelingen, Simba zu töten, allerdings würde Mufasa Kion erscheinen und ihm von dem Ganzen erzählen. Also würde sich Kion hier früher auf den Rückweg in das geweihte Land machen. Und er und die Garde der Löwen würden es rechtzeitig schaffen, dort anzukommen. Sie würden mitten in den Kampf zwischen dem geweihten Land und dem Schattenland platzen und Kion würde das Gebrüll nutzen, um Siras Rudel auszuschalten. Das würde bedeuten, dass Kiara, Nala und ihr Rudel überleben. Kiara würde hier Simbas Nachfolge als Königin antreten und Kion hätte die Möglichkeit, wieder zurück zum Baum des Lebens zu gehen und bei Rani zu bleiben.
Als Happy End kann man das jetzt natürlich nicht bezeichnen, da Simba in unserer Theorie gestorben ist, aber es ist definitiv besser als die erste Möglichkeit. Aber was sagt ihr dazu? Habt ihr eine eigene Theorie, wie das Ganze laufen könnte? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!